In diesem Video geht es um einen Mann, der 17 Jahre lang in seinem Keller ein Auto gebaut hat. Warum sollte sich dieser Mann die Mühe und Zeit dazu nehmen? Würdest du das auch gerne tun? Schau dir das Video an und du wirst erstaunt sein, was diesen Mann dazu gebracht hat. Filme können Menschen zu unglaublichen Dingen inspirieren. Bruce Lees Filme haben zweifellos zahllose Menschen dazu angeregt, mit Kampfsportarten zu beginnen, während Top Gun Generationen von Amerikanern dazu ermutigt hat, sich der Air Force anzuschließen. Für Ken Imhoff aus Milwaukee war es der Film The Cannonball Run aus dem Jahr 1981, der ihn zum Bau seines eigenen Autos brachte. Im Laufe der Jahre ist seine Liebe zu Autos nie geschwunden. Die Leidenschaft zum Detail, das Ergebnis seines persönlichen Einsatzes und seiner 17-jährigen Ausdauer werden dich sicher sprachlos machen. Den Film The Cannonball Run zu sehen, war ein lebensverändernder Moment für Ken Imhoff, der von dem Lamborghini Countach im Film verzaubert war. Für ihn stand fest, dass dies nicht nur ein Auto ist, es war etwas ganz Besonderes. Obwohl Ken in Milwaukee, Wisconsin in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgewachsen ist, wurde er in Oxford in England geboren. Nachdem sein Vater seinen Dienst bei der Luftwaffe beendet hatte, zog die Familie in die Vereinigten Staaten. Seit seiner Kindheit liebt Ken Autos, wie ein Foto von 1958 zeigt. Auf dem Foto sitzt er hinter dem Steuer eines Sportwagenchassis, das sein Vater von Hand gefertigt hat. Diese Faszination für Kraftfahrzeuge hat ihn nie verlassen. Ken wusste schon, dass der Lamborghini Countach etwas Besonderes war, als er ihn zum ersten Mal sah. Fast 10 Jahre danach ging Ken an die Arbeit. Andere hätten das Auto einfach gekauft, wenn sie es sich hätten leisten können. Aber Ken war das egal. Er begann ganz am Anfang mit einem Projekt, das 17 Jahre lang in seinem Keller stehen sollte. Er hatte viele Jahre lang mit Metall gearbeitet, also wusste er definitiv, was er tat, als es darum ging, das Fahrzeug zu entwerfen und zusammenzuschweißen. Dennoch war eine Menge Entschlossenheit erforderlich, um seine Mission zum Erfolg zu führen. Technische Fähigkeiten allein hätte nicht ausgereicht. Obwohl Kens Haus über eine Garage verfügte, beschloss er stattdessen, in seinem Keller zu arbeiten, um das Projekt in den harten Wintern vor Schnee, Sonne und Regen zu schützen. Das Projekt begann im September 1990 und sollte fast 2 Jahrzehnte und mehrere tausend Dollar später abgeschlossen werden. In einem ersten Schritt baute er aus einem Modell im Maßstab 1:16 einen Holzrahmen, mit dem er die Formen der Karosserieteile vermessen konnte. Jede dieser Platten wurde mit einem Formwerkzeug von Hand aus Aluminium geschnitten. Allein dieser Schnitt dauerte fast ein Jahr. Er bedeckte den gesamten Rahmen mit Paneelen, hob sich aber die schwierigeren Teile wie die Türen für den Schluss auf. Selbst mit Kens Erfahrung war es ein schwieriger Prozess. Er machte viele Fehler auf dem Weg dorthin. Ken baute einen Rahmen aus Blöcken von etwa 14 cm, um das Fahrgestell zusammenzuhalten, die Bodenfreiheit zu erhalten und die Fahrhöhe konstant zu halten. Alles musste perfekt koordiniert werden. Es hat geklappt und das Aluminiumgehäuse und das Chassis wurden wunderschön. Ken drückte auf seiner Website seinen Stolz auf jedes Detail aus, von den Dämpfern bis zu den Kühlern. 5 Karosserieschichten waren für die gründliche Vorbereitung erforderlich, bevor das Fahrzeug lackiert werden konnte. Er begann mit einer selbstätzenden Grundierung und dann folgte eine Epoxidgrundierung zur Versiegelung. Weitere Schichten folgten. Zu diesem Zeitpunkt fing das Fahrzeug an, wie ein Lamborghini auszusehen, noch bevor bestimmte Teile wie Räder und Außenverkleidungen hinzugefügt wurden. Ken musste dann Bremsleitungen, Pedale und einen Tank hinzufügen. Er brauchte einen professionellen, externen Raum zum Lackieren. So musste er jedes der 33 Teile einzeln hin und her transportieren, was 25 Stunden dauerte. Egal wie ärgerlich es war nichts im Vergleich dazu, wie anstrengend der Rest des Projekts war. Ken gab die Entwürfe seiner Blaupausen an seinen Freund Dale, einen Ingenieur. Dale brauchte 10 Stunden, um die 2 cm dicke Metallplatte in das zu verwandeln, was sie letztendlich sein sollte. In jenem Winter fertigte Ken Verstärkungen für die hinteren Träger an und löste eine Reihe anderer Probleme, wie zum Beispiel das Auslaufen der Kühlflüssigkeit. Er konnte es kaum erwarten, eine Testfahrt zu machen. Aber es gab viele Aufgaben, die er zuerst in Angriff nehmen musste, wie zum Beispiel die Verbesserung
Sanierung des Motors und den Austausch der Zündkerzen. Das Projekt wurde schließlich 2008 abgeschlossen. Es gab jedoch ein Problem. Das Auto befand sich immer noch in seinem Keller. Ken brauchte einen Bagger, um das Auto auf die Straße zu bringen, was 90 Minuten dauerte. Von Geduld und Entschlossenheit ganz zu schweigen. Aber nach 17 Jahren harter Arbeit hat es sich definitiv gelohnt. Nur wenige Jahre später stellte er das selbstgebaute Superauto bei eBay zum Verkauf ein, mit einem Startpreis von $75.000. Warum verkauft er das Auto, dessen Bau so viel Mühe gekostet hat? Weil er es so sehr liebt, will er das Auto glücklich sehen. Im Hof liegt den Kilometerstand auf 100 Meilen fest, ein Beweis dafür, dass er das Auto kaum gefahren ist. In einem etwas melancholischen YouTube-Video, das er zu diesem Anlass gedreht hat, erklärt er, dass er den Countach in den Händen von jemandem haben möchte, der ihn mehr zu schätzen weiß als er selbst. Sein Leben nach der Fertigstellung des Autos war nicht so gut durchdacht wie der Bau des Autos selbst. Für ihn war es ein Vergnügen, den Wagen zu bauen. Ken meint, zeige es, fahre es. Das Auto verdient viel mehr, als ich ihm geben kann. Auf eBay ermuntert Imhof die Bieter, Fragen zu stellen und sich genau zu überlegen, was sie kaufen. Zwischen mir und dem nächsten Besitzer muss es viele Gespräche geben. Das Auto ist eine Kopie des Countach von 1980 mit echten Lamborghini-Rückleuchten, Standlicht, Windschutzscheibe und Plaketten. Unter der Motorhaube befindet sich ein Ford V8-Motor mit 514 PS. Dann schlägt das Schicksal zu und Ken wird gegen Krebs der Phase 4 behandelt. Der Bau des Lamborghini hat für ihn nun eine viel tiefere Bedeutung erlangt, wie Glaube, Familie und Beharrlichkeit. Dann beschloss Ken, das Auto von eBay zu nehmen und es stattdessen als Werkzeug der Inspiration zu benutzen, sagte Doug Redford, sein Pastor. Er hatte ursprünglich beschlossen, das Fahrzeug zu verkaufen, weil es ihn an alles erinnerte, was in seinem Leben falsch lief. Aber vielleicht kann man mit diesem Auto wirklich jemanden erreichen. Redford, selbst ein Automann, der vor einigen Jahren einen MG restauriert hat, sagte, dass ihn die Geschichte von Imhoffs Stier im Keller zutiefst beeindruckt habe. Seiner Meinung nach ist es ein Beispiel für Beharrlichkeit. Allein die internationale Aufmerksamkeit, die er erregte, weil er einen Bagger anheuerte, um die Wand in seinem Keller zu entfernen, damit er den Lamborghini herausfahren konnte. Die Geschichte von Imhoffs Besessenheit und seinem handwerklichen Können erregte die Aufmerksamkeit von noch mehr Menschen, die sich mit ähnlichen Herausforderungen beschäftigen. 2008 war Kens Geschichte mit über 500.000 Seitenaufrufen die drittbeliebteste auf einer großen Auto-Website. Ich erzähle meine Geschichte über die tatsächlichen Kosten des Projekts für mein Bankkonto, mein Haus, meine Frau, meine Kinder und meine Seele, sagte Imhoff in einer Pressemitteilung. Das Auto begann als eine Mission ohne Gott in meinem Leben. Es war eine Tat menschlichen Egoismus, die mich fast meine Ehe und mein Zuhause gekostet hätte, sagte Imhoff auf der Website. Doch als mein Glaube zu wachsen beginnt, wird mir klar, dass Gott mir das Talent gegeben hat, das zu tun, was ich tue, und daran ist nichts falsch. Obwohl er einen großen Teil seines erwachsenen Lebens damit verbrachte, dieses schöne Auto zu bauen, sagte Imhoff kürzlich, dass er mit neuen Projekten fortfahren wolle. Mehr noch. Da zwei seiner Töchter in den kommenden Jahren auf eine Universität gehen sollen, wird ihm der Verkauf einer so besonders wertvollen Sache helfen, die Kosten zu tragen. Es sei an der Zeit, jemanden zu finden, der den Keller-Lambo sowohl wegen seiner Herkunft als auch wegen seiner Großartigkeit schätzt und ihm ein gutes Zuhause gibt. Auf die Frage, wie können Sie es verkaufen, muss ich immer lange erklären, dass es eine Reise ist und jetzt sind wir am Ziel und jetzt möchte ich etwas anderes tun. Das Auto fand schließlich ein neues Zuhause in Miami, nachdem es im September 2016, 26 Jahre nach Beginn des Projekts, vom neuen Besitzer gekauft wurde. Offenbar war der Bau des Autos für Ken Imhoff aufregender als der eigentliche Besitz. Schließlich hat er sein neuestes Projekt bereits begonnen, ein Studebaker Starlight Coupé von 1953. Kens Lamborghini ist absolut umwerfend, aber das vielleicht beeindruckendste daran ist, dass er 17 Jahre dran blieb, ohne jemals aufzugeben. Selbst wenn du dich nicht so sehr für Autos interessierst, man kann sich von dieser Geschichte inspirieren lassen, um seiner eigenen Leidenschaft weiter nachzugehen. Dies war unser Video über Ken Imhoff aus Milwaukee, der 17 Jahre lang in seinem Keller ein Auto baute. Würdest du es auch wagen, ganz alleine ein Fahrzeug zu bauen? Das wäre eine gewaltige Aufgabe, findest du nicht?
Was hältst du von Kens Geschichte? Seine Leidenschaft hat viele überrascht. Hinterlass uns deine Meinung in den Kommentaren. Vergiss auch nicht zu liken, zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, um als Erster eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn wir wieder ein neues Top 10 Video hochladen.